Ja, Caritas ist auf Spendengelder und auf die Caritas-Sammlung und Hauskollekte dringend angewiesen, und zwar jedes Jahr aufs Neue. Es gibt eben soziale Dienstleistungsbereiche, klar, die sind refinanziert über Kasse, Bezirk und Freistaat. Es gibt aber eben auch ganz viel soziale Aufgabenfelder, für die keine öffentlichen Gelder fließen, die nicht eben vom Staat finanziert werden und die ganz nah am Ärmsten und an den Schwachen sind. Darunter fällt bei uns bei der Caritas klar die kirchliche allgemeine Sozialberatung, Tafeln, Suppenküchen oder eben auch die Sozialkaufhäuser. Bei uns in Memmingen ganz konkret werden von Sammlungsmitteln unterstützt die Mindelheimer Tafel, das Helfende Haus oder eben auch die kirchliche allgemeine Sozialberatung, die von jedem aufgesucht werden kann, der in Not ist. Damit mit den Geldern müssen wir Lagerflächen mieten, mit Nebenkosten, Kühlfahrzeuge, die Anleitung, Ausbildung, aber auch die Schulung von Ehrenamtlichen bestreiten oder zuletzt auch einfach den Zukauf von Lebensmitteln. Dieses Jahr sind wir ganz besonders auf Ihre Spende, auf Ihre finanzielle Unterstützung bei der Caritas-Sammlung angewiesen. Dieses Jahr, bedingt durch Corona, müssen wir sehr viel Geld zusätzlich ausgeben für Hygienemaßnahmen, für den Kauf von FFP2-Masken, für freiwillige Testung von Mitarbeitern, für Desinfektionsmittel, um unsere ehrenamtlichen Mitarbeiter, aber auch unsere Kunden zu schützen. Das sind zusätzliche Aufwendungen, für die niemand aufkommt und für die wir dringend dieses Jahr eben finanzielle Unterstützung in Form von Spenden, Zuschüssen und Sammlungsmitteln benötigen. Herzlichen Dank dafür.